So, da wären wir wieder. Der neue Patch ist da und der nächste Patch kommt erst in 21 Tagen. Und der glitscht irgendwie. Also nicht der Patch, sondern das Ding da. Na egal, wir wollen gucken, ob unser Speicherstand noch da ist. Ich gehe einfach mal davon aus, aber sicherheitshalber bin ich halt immer vorher gerne im Hauptmenü. Nach einem Patch. Komm, zeig uns unsere neue Basis auf der ultimativen Insel. Das sieht doch gut aus. Unsere Nachbarn sind immer noch da. Die Kochtöpfe sind alle voll. Judy, was wollen wir heute anstellen? Wir haben 4 Farmen. Da könnten noch ein paar mehr hin. Wir haben 3 Kochtöpfe, das ist soweit okay. Wir brauchen jede Menge Forschungspunkte. Aber wir haben noch ein paar Sachen, die wir gerne erforschen würden. Und wir würden gerne den da umbringen. Dazu könnten wir aber unsere Schweine missbrauchen. Okay, ich hau ihn jetzt an und laufe dann nach und nach die Schweine ab. So. Das ist neu, oder? Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gut hören könnt, aber ich glaube, es ist neue Kampfmusik gekommen. Und ich glaube, wir hatten oben gar keinen Schwein. Oh. Oh ja, definitiv neue Kampfmusik. Sehr cool. Je mehr Abwechslung, desto besser. Und der ist viel zu langsam. Ich hätte gern einen Bogen oder eine Armbrust. Stampf, Stampf. Ist irgendwie recht unepisch. So. Und kein Schwein da. So viel zu dem Plan. Ach, stimmt. Yeah. Ich habe mir sagen lassen, dass die Schweine jetzt nicht mehr so schnell respawnen. Um mal zu verhindern, dass man sie einfach ganz jeden Tag abfarmen kann. Oh, das war knapp. Also ja, das können wir erstmal knicken. Das heißt, wir müssen den jetzt alleine fertig machen. Ich darf nur nicht ungeduldig werden. Einigermaßen bei der Sache bleiben. Ihn einmal hauen lassen. Dreimal hauen und weg. Dürfte er eigentlich problemlos umkippen. Ist der gerade kleiner geworden? Das sah fast so aus, als ob er nach einem Schlag kleiner geworden wäre. Und da unten ist noch einer. Ja, ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig helfen. Aber wir müssen sie ja nicht unbedingt ausprobieren. Also, komme ich hier nach oben. Versuche mich zu hauen. Okay. Und jetzt achte ich mal genau darauf, wie groß der ist und ob der nach Okay, ist er tot. Na gut, das war Nummer 1 von den nervigen Nachbarn. Nummer 2 war hier unten irgendwo. Der war noch größer. Oh, ein richtiger Riese. Ting. Hau mich. Dann hau ich dich. Unser Tentakelstachel hat noch 40%. Davon brauchen wir unbedingt noch ein, zwei auf Vorrat. Denn die scheinen ja doch recht praktisch zu sein. Und Nachbar Nummer 2 ist auch tot. So. Schön, die beiden sind wir schon mal los. Dann fehlen nur noch die Yaks, die hier in unserer Nähe schlafen und schnarchen. Und danach haben wir einigermaßen Ruhe. So, das Fleisch kann damit reingestapelt werden. Was bist du denn für eine Frucht? Du bist ein Pomgranat. Ja, es ist wohl echt nur ein Granatapfel. Und keine Granate. Du kommst in unsere Biotonne. Honeycomb. Ach stimmt, wir wollten ja ein Bienendingens aufstellen. Bienendingens? Brauchen wir 4 lebende Bienen für. Das ist jetzt ein Problem. Ich glaube nämlich, wir haben alle Bienen umgebracht. Obwohl, nee, bei uns zu Hause sind noch welche. Okay, für die Liste an Dingen, die wir mal wieder aus dem alten Lager holen müssen, sind lebende Bienen. So, wo gehörst du hin? Du gehörst bestimmt zu dem Loch da unten. So, du gehörst bestimmt zu dem da und dann haben wir auch schon wieder genug Fleisch. Okay, du gehörst nicht zu dem Loch. Und auch hier ist kein Schweinchen. Oh, du hast gar kein Haus. Hm? Na gut, dann lauf halt weg. So. Ein wenig Kohle können wir auch noch mitnehmen. Kann man nie genug von haben. So, und gleich ist der Tag auch schon wieder rum. Yeah, nicht wirklich viel geschafft, aber die 2 Ents sind schon mal weg, das ist gut. Und
wo ich gerade so sehe, wir haben hier noch unsere Schilfrohre. Und ja, Wilson, du hast Hunger. Du hast immer Hunger, Wilson. Wir wollten aus den Schilfrohren noch was machen. Also einmal die Panflöte. Da muss ich mir gleich nochmal das Rezept angucken, weil ich es schon vergessen habe. Ist jetzt ja auch schon wieder 3-4 Tage her. Und dann aber noch irgendwas, was recht viele gebraucht hat davon. Also, erstmal schmeißen wir jetzt schon das Feuer an, auch wenn es ein wenig früh ist. So, verkochen das gute Fleisch. Für noch eine Backup-Fleischstatue. So, haben wir schon irgendwo einen Slot für? Nö. Einfach da rein. Das ist für jetzt sofort essen. Und das da auch. Oh, hat nicht sehr viel gebracht, aber na gut. Genau, ich wollte nachgucken, was wir jetzt brauchen für das Pustrohr. Nicht das Pustrohr, für die Panflöte. Wow, das Magic-Symbol ist neu. Panflöte. Ja, ist nicht neu. Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass der Patcher irgendwas Neues hinzugefügt haben könnte. Gehen wir mal ganz kurz die Rezepte durch. Hier sehe ich schon mal nichts. Da sehe ich schon mal nichts. Käfernetz, Fishing Rod müssen wir immer noch mal erforschen. Nö, hier ist auch nichts. Farmplot, Speedy Farmplot, Crockpot, Turbo Farmplot, nee. Eine neue Forschungsmaschine gibt es auch nicht. Sleep Dart. Da brauchen wir noch eine Fee dafür. Oh, Fire Dart. Achso, das ist gar kein Pusterohr. Das sind jetzt die einzelnen. Ah, man braucht jetzt für das Pusterohr auch wirklich Munition. Das war wohl vorher unendlich oder so. Okay, jetzt brauchen wir also auf jeden Fall die ganzen Federn. Sehr gut. Die Biomine kennen wir schon. Eine Zahnfalle. Braucht nur ein Holz, ein Seil und einen Zahn. Wir haben aber leider die ganzen Zähne im anderen Lager, oder? Einen Zahn können wir jetzt bauen. Super. Aber wir haben keine Forschungspunkte dafür. Aber sehr schön. Gucken wir mal kurz weiter, was es noch so gibt. Also Fallen haben wir schon mal eine neue. Das ist sehr gut. Ein Vogelkäfig. Den hatten wir schon mal. Hier gab es auch nichts Neues bei den Hüten. Federhut, Top Hat, Minor Hat. Spinnenhut. Ich glaube, der ist neu. Spinnen werden dich Mutti nennen. Das klingt ja fast so, als wenn man ihn kontrollieren könnte. Ja, Wilson, du hast Hunger. Oh, apropos, wo ich gerade den Jack so sehe. Es wurde mir jetzt schon mehrfach geschrieben, dass ich die doch mal rasieren soll. Mal gucken, ob die davon wach werden. Das dauert schon mal recht lange. Nö, die schlafen wohl einfach nackidei weiter. Und man kann die schieben? Oh, das ist ja praktisch. Komm, ich schieb dich mal. Er sieht aber echt übel aus. Einmal so mit dem Rasierer über den Kopf. Aber sehr schön. Haben wir schon jetzt eine Quelle von Büffelhaar. Auch wenn die nur für den einen Hut, glaube ich, da waren. Genau, für den da. 16 Büffelhaare. Und auch hier eine neue Musik. Sehr schön. Oh, wir haben jede Menge von dem guten Fleisch. Na komm, da können wir uns ein bisschen was gönnen. Und sonst willst du gleich einfach hungern, das geht ja gar nicht. So, dich auch noch. Eins, zwei. Wilsons Bart wuchert auch schon, aber das können wir in der nächsten Nacht machen. Jetzt würde ich ganz gerne eigentlich Gras sammeln, um das zu verforschen. Also im Idealfall würde ich gerne irgendwas anderes sammeln, was mehr Punkte gibt als das Gras. Und wow, guckt der traurig. Das ist ja echt übel. Oh, ja, armes Jack. Okay, ich werde nie wieder Jacks rasieren. Das geht ja gar nicht. Außer ich brauche das für irgendwas Wichtiges. Aber ja, das haben sie echt cool gemacht. Na gut, Schweine ist immer noch nicht da. Ist jetzt schon Tag 2 ohne Schweine-Respawn. So viel zu meiner Idee, die jeden Tag abzufarmen. Und wir brauchen auch jede Menge Gras für die Fallen, denn wir brauchen jetzt ganz, ganz, ganz viele Federn. Und dafür brauchen wir ganz, ganz, ganz viele Fallen.
Wobei jemand schon in den Kommentaren gespoilert hat, dass die normalen Käfige jetzt nicht mehr für Vögel funktionieren. Wofür auch immer sie dann jetzt noch funktionieren. Wahrscheinlich echt nur noch für Kaninchen. Was ich ein wenig albern finde. Aber gut. Also müssen wir die Dinger da bauen. Vogelkäfig. Und die brauchen 4 Spinnenseide. Und gehen wahrscheinlich auch noch kaputt. Also recht schnell. Da weiß ich auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das heißt, wir müssen dann wieder Spinnenfarm gehen. Das könnte übel enden. Vor allem, da wir keine Schweine-Verteidigungscrew haben. Ja, aber gut. Hier sind zum Beispiel Spinnen. Mit denen legen wir uns doch einfach mal selber an. Also, Rüstung an. Einmal gegenhauen. Wow. Wow. Okay, neue Spinnen. Komm, 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 komm. Was zur Hölle? Die können... Okay, die Gelben müssen sterben. Ja. Okay. Also es gibt neue Spinnen. Ganz garstige neue Spinnen, vor denen man nicht weglaufen kann. Das ist doch mal richtig übel. Wir haben 9 Tage, also haben wir genug Zeit. Wir müssen unbedingt das Zeug einsammeln. Und die Spinnen müssten eigentlich wieder in ihrem Kokon sein. Und sein Bart ist weg. Das heißt, wir haben vielleicht keine neuen Barthaare für... das Rezept. Ich guck gerade, ob da oben irgendwo die Spinnen jetzt sind. Nee. Aber das ist ja mal richtig garstig. Also diese gelben Spinnen, die sind super brutal. Vor allem, weil sie einen so anspringen können. Und wie soll ich jetzt an die Spinnenseide rankommen? Also für die Vogelkäfige? Das ist ja... Nee. Na gut, müssen wir uns was einfallen lassen. Erstmal brauchen wir ganz schnell eine neue Fleischstatue. Okay, wir haben genug Fleisch. Wir haben aber keine Barthaare. Also wirklich keine. Das heißt, wir sollten die Dinger hier doch mal tragen. Wir brauchen auch noch einen neuen Baseballhut. Da brauchen wir Pigskin. Das wir aber anscheinend gerade im Körper hatten. Die Spinnen haben es aufgegessen. Nicht gut. Gar nicht gut. Achso, den brauchen wir noch nicht. Also wenn jetzt von den Käfigen doch keine Vögel mehr... Gucken wir mal. Ne, nur wieder ein Kaninchen. Also wenn mit den Käfigfallen hier jetzt keine Vögel gefangen werden könnten. Vielleicht können wir ja doch wieder Spinnen einfangen. Das wäre recht schick. Weil wir wissen immer nicht, wofür das Kaninchen da ist. Wir können das mal verforschen. Wir sind bei 156. Ne, können wir nicht. Und braten konnten wir es auch nicht. Echt komisch. Na gut. Also Spinnenseide sammeln hat sich erledigt. Dazu brauchen wir wahrscheinlich erstmal diesen Hut. Aber dann kämpfen die Spinnen bestimmt nur für uns. Wir wollen sie ja umbringen und nicht, dass sie für uns kämpfen. Okay, wir brauchen wohl doch mehr Schweine. Der Haken dabei ist nur, wir haben die Schweine... das Schweinedorf hier hinten schon geplündert. Und die ganzen Schweine heute verbraten. Das ist doch echt doof. Na gut. Lauf hier etwas ziellos durch die Gegend, bis mir was einfällt. Oh, unser Rucksack. Den brauchen wir auch noch. So, vorsichtig. Nicht, dass hier noch irgendwelche Spinnen sind. Müsste ja da oben bei dem Spinnenei sein. Das schon mal in die Hand. Da ist unser Rucksack. Mann, 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 Mann. Okay. Unsere Schweinehäute sind doch noch da. Sehr gut. Jetzt muss ich mir überlegen, ob wir davon jetzt ein weiteres Schweinehaus bauen. Oder lieber einen Helm. Ich denke mal, Schweinehaus ist langfristig die bessere Idee. Also, wir brauchen dafür bestimmt wieder Bretter. Ne, die haben wir noch. Was brauchen wir für das Schweinehaus? 3 Steinblöcke. Keine Steinblöcke. Keine Steinblöcke. Nicht genug Stein. Yeah, super. So, einmal essen. Nom, nom, nom. Oh, das bringt ja gar nicht mehr so viel. Was haben wir hier? Meaty Stew. 63.
27 Punkte bringt das nur. Weniger als Fleisch. Wir haben da, ich glaube, viermal Fleisch reingetan. Ah ja, komisch. Kommt mir fast so vor, als die, ob die hier irgendwas verpatcht hätten. Ein bisschen im Auge behalten. So, das kommt erstmal weg. Wir haben noch ein wenig Zeit. Also schnappen wir uns mal eine Pickaxe. Da. Und gehen auf Steinjagd. Damit wir Steinblöcke machen können, um dann unser Schweinedorf auszubauen. Obwohl ich eigentlich hätte schwören können, dass wir mehr Ressourcen gehabt hätten. Also wir haben jetzt einmal hier, einmal da und einmal da, glaube ich, eine Schweinehütte aufgebaut, um sie halt abzufarmen. Hatten wir noch irgendwo Schweinehütten hingestellt? Also ein richtiges Dorf? Ich glaube nicht. Müssen wir demnächst mal eine kleine Erkundungstour machen. Das passiert, wenn man mal ein, zwei Tage nicht aufnimmt. Schon weiß man nicht mehr, was man alles vorher angestellt hat. Der Geogon aus der Vergangenheit wird jetzt schreien und jammern und überhaupt. So, machen wir das mit. So, da sind noch Steine. Oh, du kommst auch noch mit. So, 15 Steine. Wie viel brauchen wir für einen geschliffenen? 3. Also wir hätten jetzt eigentlich schon genug für die Hütte. Und wir brauchen eine neue Spitzhacke. Wir brauchen auch bald die goldene Spitzhacke. Einfach weil uns das Flint irgendwann wieder ausgehen wird. Also jetzt nicht, jetzt haben wir hier 20 Stück und irgendwann eine Kiste noch mehr. Aber langfristig. Langfristig müssen wir halt alles auf Gold umstellen. So, und schnell nach Hause und nicht bei irgendwelchen Spinneneiern vorbeigehen. Ich will jetzt nicht wissen, was nachts für Spinnen kommen, wenn tagsüber schon so garstige Sachen da rauskommen. So, lauf, 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 lauf. Wo ist unsere Kohle? Der hier war leer, richtig? Ja. Hä? Oh, okay. Du, darauf. 1, 2, 3, 4. Ist unsere Kohle etwa schon wieder alle gewesen? Das geht ja gar nicht. Na gut, wir wollten 1, 2, 3 Stück davon machen für die Schweinehütte, richtig. Zu der wir jetzt aber noch nicht gehen können. Dann können wir die Samen mal hier einpflanzen. Mit dem Hasen können wir immer noch nichts. Oh, wir können den Hasen kochen. Sehr schön. Nee, können wir doch nicht. Hm. Na gut. Wir könnten noch ein paar Holzbretter herstellen. Ja, komm, auf Vorrat. Immer eine gute Idee. Also, 1, 2, 3 Seile genauso. Und dann nochmal bei den Pfeilen gucken. Also, die scheinen jetzt hier echt nur noch dafür da zu sein, die Hasen zu fangen. Was absolut albern ist. Also werden die ignoriert. Wir haben immer noch keine Spinnenseide, zwangsläufig. Und ein Käfernetz braucht auch Spinnenseide. Das ist echt ein mega Knackpunkt geworden jetzt mit den Spinnen. Ich will gar nicht wissen, wie das am Anfang ist. Also wenn jetzt ein ganz neues Spiel anfängt, da kommt man ja gar nicht klar. Weil man keine Spinnenseide rankommt. Außer man macht irgendwelche Tricks mit die Spinnen im Sumpf zum Beispiel von den Tentakels töten lassen. Das Problem ist nur jetzt diese gelben Spinnen, die springen einem immer hinterher und greifen dann wahrscheinlich keine anderen Ziele an. Ah. Und wir hatten schon eine Rüstung an und den Helm. Das ist übelst gewesen. Fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, was man da machen könnte. Aber na gut, wir sortieren einfach unser ganzes Krempel hier wieder ein. Steine können auch erstmal da bleiben. Wir haben ja die 3 für die Schweinehütte. So, Werkzeug. Kann der Rasierer erstmal wieder weg. Wir haben keinen Bart mehr. Der ist leider auch weggespawnt. So, Amulett behalten wir auf jeden Fall dabei. Eine Holzrüstung. Holzrüstung. Da. Die wird auch noch schnell zusammengeschustert. So. Neuer. Oh, ich wollte nicht drehen. Neuer Tag. Was machen wir jetzt? Schweinehütte aufbauen. Da ist schon mal ein Schwein. Sehr gut.
Pickhaus daneben. So, jetzt haben wir zwei Schweine. Das wird niemals reichen, um die Spinnen da irgendwie zu erledigen. Ich baue mal ein, zwei von den Fallen und stelle die hier auf. Also nicht, um die Kaninchen zu fangen, sondern in der Hoffnung, dass man damit doch jetzt irgendwie wieder Spinnen einfangen kann. So, nächster Test. Nee, das geht immer noch nicht. Sehr schade. Das würde das Ganze ein wenig vereinfachen, wenn ich die Schweine ausrüsten könnte. Ich hoffe mal, das kommt in ein paar Patchen. Na gut, wir wollen ein wenig jagen gehen. Und danach sollten wir wieder ein bisschen Holz schlagen gehen, beziehungsweise Kohle sammeln. Komm schon, mach mir das Leben nicht schwer, stirb. Was zur Hölle? Wir standen hier, das Häschen war da und wir haben draufgehauen und es ist trotzdem nicht gestorben. Mir fällt gerade so ein, ich habe die ganze Zeit gemeckert, das Spiel ist zu einfach, das Spiel ist zu einfach. Und jetzt machen sie nach und nach die Sachen schwieriger und ich mecke, hey, das Spiel ist zu schwer, das Spiel ist zu schwer. Schon wieder. Oh. Die haben das wirklich geändert. Man kann die jetzt nicht mehr von Hand jagen. Das wäre übel. Ah doch, kann man noch. Es ist nur schwieriger geworden. Entweder das oder ich stelle mich ein bisschen komisch gerade an. Der da ist zu nah dran. Das nehmen wir mal mit. So. Jetzt müsste es klappen. Ja. Also haben sie einfach nur zum einen das geändert vor zwei Patches, dass die alle auf einmal jetzt in ihre Löcher laufen. Und dass man anscheinend nicht mehr ganz so viel Zeit hat mit dem Draufhauen. Ja, das war eh viel zu nah. So. Du, da bist auch noch zu nah an deinem Loch dran. Unser Essensmeter sieht gar nicht gut aus. Ich fühle mich gerade ein wenig machtlos. Also primär wegen den Spinnen. Und ich will gar nicht erst wissen, was passiert, wenn die Wölfe jetzt demnächst wiederkommen. Aber ja, das müssen wir dann gucken. Erst wenn wir was essen. So. So. Wir müssen Sachen von der Farm holen und wir müssen unbedingt neue Samen einsammeln. So, Farmen sind ja schon wieder alle leer hier. So. Du da rein. Und das war's. Super. Fallen wurden immer noch nicht ausgelöst. Unsere Statue. Die konnten wir, glaube ich, kaputt machen. Aber ich weiß nicht, ob da noch Ressourcen bei rauskamen. So. Nö, einfach nur verschwunden. Ja, wäre auch zu einfach gewesen. So, ein, zwei Holzscheite holen wir jetzt noch hier ab. Obwohl, sonst haben wir gleich wieder neue Nachbarn. Ich hau mal nur einen Baum. Und hoffe, dass wir dadurch verhindern, dass was spawnt. Ich weiß immer noch nicht genau, wie das funktioniert. Also ob die Ents kommen, wenn man zu viele Bäume an einem Tag umbringt. Oder ob die einfach so zufällig kommen. Da muss noch ein bisschen rumexperimentiert werden. Und ich glaube, ich bringe das Schweinchen hier mal um. Weil wir brauchen noch eine... Hey, keine Schweinehaut. Mist. Weil wir brauchen immer noch eine neue, einen neuen Helm. So, ein bisschen Kohle für die Nacht, schadet auch nicht. Und hier liegt mitten auf der Wiese auch Kohle rum. Okay. Aber das scheint jetzt schon alles gewesen zu sein von unserer Kohlefarm. Ist ja komisch. Oh, die Schweinehütte steht mitten in der Kohlefarm. Okay. Dann machen wir doch mal hier oben unsere neue Kohlefarm. Also in diesem Kreis. Unsere normale Holzfarm ist... ganz schön nah dran. Aber na gut. Das können wir eh heute nicht mehr machen. Aber dich nehmen wir mal mit. Nee. Neue Axt. So. Kein End, sehr schön. Und das da nehme ich noch mit, um es einpflanzen zu können.
Genau, bleib bloß weg, du Rabe. So, du. Ich hätte mir mehr Spinnenseide auch bewahren sollen. Also vielleicht haben wir was in unserem alten Lager. Und wir hätten ja schon einen weiteren Grund, um daran zurückzulaufen. Nämlich die Bienen. Aber mir ist nicht wirklich wohl bei dem Gedanken, jetzt wieder zurück zum anderen Lager zu laufen, weil ich höre gerade die Wölfe kommen. Das nehmen wir einmal. Und wir müssen jetzt... Ach, wir brauchen einfach was zu essen, ganz schnell. Sonst kippt Bull jetzt mal weglaufen vor Hunger um. So. Dann haben wir immer noch den Miner Cap. Miner Cap, sehr schön. So. Honig. Das Ding, da können wir im Notfall essen. Und so, willkommen. So, stirb. Stirb. Okay. Noch ist alles machbar. Das hier so ein Feuerwolf. Die legen sich schlafen? Was zur Hölle? Der schläft. okay. Also ich lasse den da mal einfach so liegen. Hol den Rasierer raus. Und rasiere da mal den schlafenden Wolf. Das klingt gar nicht gefährlich oder so. Ah, geht nicht. Aber warum schlafen die? Ah ja, komisch. Na gut, aber ich bringe ihn trotzdem um. Keine Lust, dass du in der Nähe meines Lagers bleibst. So. Aber ja, doch, war sehr machbar. Und wir haben jetzt drei neue Zähne, die wir benutzen können, um Fallen aufzustellen. Primär gegen die Spinnen allerdings. Die Wölfe scheinen ja nicht wirklich schwieriger geworden zu sein. Was ja schon mal eine gute Nachricht ist. So, du kommst jetzt mit. Du kommst mit. Da ist noch einer. Also vier Zähne haben wir schon mal. Was brauchen wir noch für die Fallen? Wir haben... Menü. Zur Forschungsmaschine. So. War die überhaupt hier mit bei, die Falle? Oder war die bei den Waffen? Bei den Waffen war die. Okay, Zahnfalle. Wir brauchen Seile. Noch zwei Stück. Aber erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.